Ja, Robert, die Trainingsfreizeit war relativ kurz für euch. Trotzdem hat man, wenn man euch so beobachtet, jetzt hier im Trainingslager das Gefühl, ihr habt schon wieder richtig Lust auf Fußball. Auf Fußball hat man immer Lust, das ist klar. Das ist unsere Arbeit. Wir leben für den Fußball und klar war die Zeit sehr kurz. Es waren, glaube ich, nur 10 Tage. Viel haben wir nicht verloren an der Substanz und die letzte Woche haben wir sehr gut angefangen, also viele Läufe gemacht und in dem Bereich haben wir viele, viele Sachen gemacht, die natürlich, wo man ein bisschen den Schweinehund überwinden muss. Und jetzt sind wir auf dem Platz. Die Plätze sind sehr gut hier und hier kann man natürlich jetzt weitermachen. Apropos auf dem Platz, in der Kicker-Rangliste bist du unter den Top 4 Torhütern der zweiten Liga unter herausragend nach wie vor kategorisiert. Eine Geschichte, die einen auch ein bisschen stolz macht und gleichzeitig Ansporn ist? Ja gut, ist man stolz darauf, aber es ist ja so, dass es Mannschaftssportart und die Mannschaft hat mir dabei geholfen. Und das ist in meinem Alter natürlich eine schöne Sache, danke. Das Alter kommen wir noch drauf. Es ist, glaube ich, mittlerweile dein 6. Trainingslager mit den Würzburger Kickers. Möglicherweise auch das letzte? Auch das weiß ich nicht. Ich denke mal, es werden noch Gespräche stattfinden und dann werden wir sehen, was passiert. Apropos, das ist natürlich auch eine Frage. Du hast dieses mit aufgebaut, kann man schon sagen, ja auch hier bei den Kickers, was in den letzten 2, 3 Jahren entstanden ist, was wo man sich wahrscheinlich auch nicht so gern dann von trennt. Also wie sieht denn die Zukunftsplanung im Groben schon mal aus bei dir oder gibt es konkrete schon? Ja, ich schaue jetzt von Monat zu Monat, weil gut, ich habe ja noch ein halbes Jahr Vertrag und wie gesagt, in meinem Alter macht man sich da nicht so viele Gedanken. Schauen wir mal einfach, was passiert in den nächsten Monaten. Im Moment fühle ich mich sehr gut und ich denke, auch von außen sieht man, dass ich fit bin. Aber gut, der Trainer sollte entscheiden, in welche Richtung es geht. Wir werden uns auf jeden Fall zusammensetzen und darüber diskutieren, was passiert. Könnte ja vielleicht auch was außerhalb des Spielfelds sein bei den Kickers. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Also im Moment kann ich wenig dazu sagen. Das Gespräch wird erst noch stattfinden. Mehr kannst du sicherlich sagen zu dem, was ihr euch noch vorgenommen habt für den Rest der Saison. Ihr seid im Moment als Aufsteiger auf Platz 6 mit 25 Punkten, 5 Punkte hinter dem Relegationsplatz. Das weckt bei manchen Fantasien natürlich bei den Fans, aber ihr seid wahrscheinlich mehr von der realistischen Art. Trotzdem, was nehmt ihr euch noch vor? Was ist noch drin? Ja, also ganz klar die 40-Punkte-Marke und wir wollen nicht gegen den Abstieg spielen, wir wollen so schnell wie möglich die 40 Punkte sammeln und was dann passiert, werden wir sehen, aber erstmal die 40 Punkte. Aufstiegsheld, nochmal Robert Wulnikowski, das Lied gibt es ja schon von den Fans. Habe ich noch nicht gehört. Nicht? Ich sing's jetzt nicht, aber es gibt's ehrlich. Robert Wulnikowski, Aufstiegsheld ist der Text. Okay. Wirklich, habe ich noch nicht gehört, aber da bin ich stolz natürlich, wenn die da singen, es ist natürlich schön. Aber wie gesagt, da ist die komplette Mannschaft, nicht nur ein Einzelner, sondern die komplette Mannschaft. Wir sind Helden.